Sind losgelassen. Und auch wir, meine Herren, wollen uns die letzte Stunde vor den Ferien etwas unterhaltsamer gestalten. Erzählen Sie mir doch einmal, was Sie in den Ferien vorhaben. Na, Sie, Steinle? Ich fliege mit meinen Eltern nach Mallorca. Ach so. Und Sie? Wir wollen mit unserem Mercedes nach Sizilien fahren. So weit? Ja. Voriges Jahr haben wir 5400 Kilometer gemacht. Ach, Kilometer haben Sie gemacht. Hm? Eberhard und ich, wir wollen nach Dänemark. Ja, wenn uns mein Vater den Volkswagen borgt. Ja, ja, so ändern sich die Zeiten. Sagen Sie mal, meine Herren, wer von Ihnen bleibt denn eigentlich in unserer Heimat? Sie? Sie wollen sicher wandern. Nein, ich gehe zu meinem Onkel in die Fabrik. Geld verdienen. So, Geld verdienen? Ich will mir eine Motorroller kaufen. Ach so. Als ich so jung war wie Sie, da... Naja. Das ist Burg Steinach. Viel weiter bin ich damals eigentlich nicht gekommen. Wir fuhren aber auch nur mit einem Fahrrad. Kennt jemand von Ihnen Burgsteiner? Ich bin einmal daran vorbeigefahren. 3 Wochen haben wir da gehaust. Mit der halben Stadt haben wir Freundschaft geschlossen. Für alle Ewigkeit natürlich. Wir waren zu dritt. Immer waren wir zu dritt. Ein unzertrennliches Kleeblatt. Bei Florian Popp haben wir Theater gespielt. Der Uli, der Fritz und ich. Oh, der Abschied fiel uns sehr schwer, denn wir hatten alle drei unser Herz verloren. An Burg Steinach und an seine Schönheiten. Der Uli an die Tochter von Florian Popp, Roma hieß sie, und ich an die schlanke Marianne. Aber wir hatten unsere Liebe sehr geheim gehalten. Und der Fritz, er war immer schon fürs Reelle, der hatte die Kellnerin Grete vom grünen Baum ins Herz geschlossen. Wir haben uns natürlich unverbrüchliche Treue geschworen und wollten nach 5 Jahren wieder in Burg Steinach zusammenkommen. Vielleicht mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad. Tja, es ist vieles dazwischen gekommen. Die Zeiten waren dagegen. Der Krieg, seine Folgen, naja, und so weiter. Und nun steht jeder von uns schon seit langem in seinem Beruf. Übrigens, einer von uns ist ein berühmter Filmschauspieler geworden. Ulrich Saarland. Sie sind ja große Filmenthusiasten, meine Herren. Vielleicht kann mir einer von Ihnen sagen, wie und wo man einen so berühmten Mann erreichen kann. Vielleicht in Hollywood. Oder in Paris. Ja, so einer saust der mächtig herum in der Welt. Vielleicht hat er es einmal satt, immer so herumzusausen. Wir fangen. Seit Wochen. Seit Monaten.
Freiheit, ja. Aber hatte ich da draußen mehr Freiheit als hinter diesen Gittern? In Ordnung, oder? Ja, danke. Na, wie war ich? Großartig, Uli. Bei der nächsten Einstellung noch leiser, noch weniger. Noch leiser, noch weniger. Da brauche ich überhaupt nichts mehr zu machen. Wozu bin ich ein Schauspieler? Menschenskind, Laune hast du wieder. Geh bloß in Urlaub nach diesem Film. Aber ohne die Beryl. Und ihre nächsten Pläne, gnädige Frau? Na, wieder ein Film mit Uli Saarland natürlich. Die Nacht schweigt. Aber das steht doch noch gar nicht fest. Grüß dich, Kätzchen. Guten Tag. Was soll ich denn dann schreiben? Schreiben Sie am besten gar nichts. Davon kann ich leider nicht leben. Wird schon gehen. Telefon. Aber doch nicht jetzt während der Aufnahme. Auslandsgespräch, es wäre dringend. Ach, Ausland und dringend. Susannchen ist ja in Paris. Entschuldige, Kätzchen. Ja, einen Moment. Herr Saarland muss doch erst aus dem Atelier geholt werden. Ja, wenn das so lange dauert, wird das ja viel zu teuer. Eben. Und außerdem wird er zu bekannt. Er soll ein Foto schicken für einen Saarland, kriege ich 300 Lubricis. Das kannst du ihm selber sagen, wenn er kommt. Aber Johannes, der kommt doch nicht. So ein Prominenter hat doch bessere Dinge vor, als mit dir nach Burg Steinach zu fahren. Ruhig, da ist so ein Krach. Wenn du mich schon verschacherst, dann kannst du wenigstens ein Telefongespräch mit mir riskieren. Aber Uli, du hast zugesagt, den Film Die Nacht schweigt zu drehen. Aber doch nicht mit der Beryl. Ich habe Susanne fest versprochen, dass sie im nächsten Film meine Partnerin ist. Moment, Moment. Ja, ich bin deine Managerin fürs Geschäft, nicht für dein kompliziertes Liebesleben. Was soll ich Susanne jetzt sagen? Was weiß ich? Die ruft extra aus Paris an. Also du, wenn du solchen Brassel machst mit deinen Liebesgeschichten, dann sieh selbst zu, wie du da rauskommst. So, das wollte ich dir nur gesagt haben. Hallo, mein Herz. Du, hier ist dein Wirbel. Wenn du mit deiner Fröhlichkeit nur bei mir wärst. Was, mit was soll ich bei dir sein? Mit meiner ganzen Fröhlichkeit? Zu tiefe Stimme? Na, das muss an der Leitung liegen. Aber ich bin doch nicht Susannchen. Ich bin Johannes, Johannes Büttner. Aber du sprichst ja gar nicht mit Paris. Du sprichst mit Klagenfurt. Erinnerst du dich denn nicht? Wir sind doch zusammen Rad gefahren vor 20 Jahren. Ja, ich kann mich ja nicht an alle Radfahrer des laufenden Jahrhunderts erinnern. Burg Steinach? Ach, Johannes, Mensch, alter Junge, warum hast du das nicht gleich gesagt? Was machst du denn? Was ist denn? Herr Saarland. Du, ein Betrieb ist hier, du. So wie du müsste man leben. Deswegen rufe ich ja an. 800 Jahre feiern Burg Steinach. Ja, wir fahren zusammen hin. Du, den Eilers, den alarmiere ich auch. Du, Johannes, ich glaube nicht, dass das gehen wird. Verzeihung, aber das ganze Atelier wartet. Du, die zerreißen mich in der Luft. Ich muss Schluss machen. Also pass auf, ich telegrafiere dir, ob ja oder nein. Einverstanden? Arrivederci, dottore. Ciao. Haben Sie das gehört? Nein, das heißt ja. Das Ausland reißt sich um mich. Und ihr könnt nicht 2 Minuten auf mich warten. So, und jetzt rufe ich den Eilers in Bremen mit einem R-Gespräch an. Der ist doch am deutschen Wirtschaftswunder beteiligt. Womit denn? Mit Eierlikör. Also das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Die Lieferungsbedingungen sind festgelegt. Was? Ja. Eilers? Ja, Fietzke, Menschenskind, das Inserat ist doch ein Blödsinn. Sie müssen den Leuten einreden, der Eierlikör ist das Gesündeste, was es gibt. Eierlikör ist gesünder als Spinat, jawohl. Also machen Sie einen neuen Entwurf und schicken Sie ihn mir, aber ein bisschen schnell. Ja, was ist denn nun schon wieder? Bitte, Herr Direktor, Ihr kleiner Imbiss. Ja, aber liebe Frau Butterweg, wollen Sie mich umbringen? Ich brauche Schonkost. Schonkost brauche ich. Obst, Vitamine und sowas. Naturgemäße Lebensweise. Papa, entschuldige. Aber es ist sehr wichtig. Hat man dich vor der Schule gejagt? Aber nein, es sind doch Ferien. Du, hör mal zu, Paps. Ach, wenn du schon Paps sagst. Na, was ist denn? Na, pass auf, es handelt sich um Folgendes. Hm? Ich habe meinen Volkswagen in Zahlung gegeben. Wofür denn? Für einen Porsche. Natürlich gebraucht 30.000 Kilometer, aber prima in Schuss, du. Ich sag dir, der zieht ab. Und ich kriege ihn auf Raten. Aber die wollen natürlich Wechsel haben. Von mir? Nicht. Ich werde dir mal was sagen, mein Lieber. Als dein Alter in deinem Alter war, da hat er keinen Volkswagen gehabt und keinen Porsche. Da ist er mit dem Rad gefahren, jawohl. Ja, aber ich will doch mit Katinka nach Italien. Das ist doch mit dem Rad gar nicht zu machen. Doch, kann man auch. Es dauert nur ein bisschen länger. Na, dann eben nicht. Robby. Jetzt bist du sauer, was? Nee, ich bin ganz lustig. Na, siehst du, ist ja alles wieder gut. Herr Direktor, da ist ein R-Gespräch aus Klagenfurt. Aus Klagenfurt? Ist wieder einer pleite mit dem R-Gespräch. Hallo? Büttner? Ja, was ist denn? Was? Wie viele Flaschen wollen Sie denn haben? Was, gar keine Flaschen? Na, hör doch, deswegen melden Sie ein R-Gespräch an.
So eine Flasche, reden Sie mal mit ihm. Hier ist die Sekretärin von Herrn Direktor Eilers. Sagen Sie mal, Semmler, warum wären Sie mit Wuppertal nicht klar, was? Herr Eilers wird sich sehr freuen. Ach, ich werde mich gar nicht freuen. Nein, nein. Noch reden Sie nicht immer dazwischen, Frau Butterweg. Einen Augenblick, Herr Professor. Ach, sind Sie übergestapft, als war ich Professor? So ein Schulfreund von Ihnen. Was für ein Eierlikör, Eierlikör. Nein, er will Sie einladen. Ja, einen Moment, Semmler, ich rufe nachher nochmal an, Semmler. Hier, Firma Ei-Ei, wer spricht dort? Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, heu, heu, heu. Das war unser Schlachtruf, nicht Ei-Ei. Hannes, Hannes Büttner, ja, Menschenskind. Wie viele Jahre haben wir uns schon nicht mehr? Was? Wo soll ich hinkommen? Nach Burg Steinach. Oh, wie gern würde ich das machen, du. Aber ich kann ja hier nicht weg, wenn du das sehen würdest. Wenn ich einen Tag nicht da bin, geht ja alles drunter und du über. Nee, Hannes, das geht. Was? Ja, der Uli Salland, ja, der kann sich das ja auch leisten, der ist Filmstar, ne, ja. Was ist denn schon wieder? Semmler wartet. Ja, Hannes, ich muss Schluss machen. Hör, ich kann wirklich nicht, also es tut mir schrecklich leid, aber ich würde wahnsinnig gern kommen. Aber es geht nicht, ne? Tschüss, ja. Grüß deine liebe Frau. Auf Wiedersehen, Hannes. Wiedersehen. Herr Direktor, ich brauche Ihre Anweisungen. Wenn ich keine Anweisungen bekomme, kann ich auch keine Anweisungen geben. Anweisungen. Hier hustet keine Fliege ohne meine Anweisungen. Hier muss man sich um alles selber kümmern. Was bist du denn hier schon wieder? Reg dich nicht auf, Lämmchen. Denk an deinen Blutdruck, guten Tag. Tag, Frau Butterweg. Hoffentlich sorgen Sie dafür, dass mein Mann immer pünktlich seine Tropfen nimmt. Ja, die Pilchen und die Säftchen. Ach. Bitte, Marsch, schlag hier keine Wurzel. Du siehst, ich habe zu tun. Ja, aber wenn ich etwas ohne dich veranlasse, dann ist es dir auch nicht recht, nicht? Was willst du denn veranlassen? Ich überlege, ob ich etwas Warmes aus der Stadtküche kommen lassen soll oder ob vielleicht ein kaltes Buffet genügt. Ja, um Himmels Willen, haben wir denn schon wieder Gäste? Aber Lämmchen, wir hatten doch schon vor 3 Wochen die Pfefferkorns für heute eingeladen. Na, die beiden kümmerlichen Figuren können wir ja wohl auch aus unserer Speisekammer ernähren. Also wie du willst, Lämmchen. Aber bitte komm nicht zu spät, es sind schließlich deine Gäste, nicht? Direktor. Guten Abend, was ist denn hier los? Party, wie immer, Herr Direktor. Ja, Lämmchen, noch endlich, mein Schatz. Guten Abend. Guten Abend, aber haben Sie die Peppercorns Ihre ganze Verwandtschaft mitgebracht? Wieso, die Peppercorns sind nur 2. Mit 15 Hüten und machen Krach für 30? Och, Lämmchen, wir haben noch ein paar Leute mehr eingeladen, weißt du. Wir haben doch so viele Verpflichtungen. Du, das ist so lustig. Komm, zieh schnell dein Smoking an. Ja, fummeln nicht immer an mir rum. Smoking ist gar nicht lustig. Also, Lämmchen, bitte regel dich nicht auf. Denk an deinen Blutdruck. Du, die Stolzen und die Reimers sind auch da. Und die wollen unbedingt mit uns zusammen an die Riviera fahren. Ist das schön? Was, auch das noch? Ja. 5-mal in der Woche machen sie hier bei mir Ringelpiets und dann wollen sie doch in den Urlaub nachfahren? Ich verbitte mir das. Ich will meine Ruhe haben. Meine Ruhe will ich haben, verstanden? Und zwar so bald wie möglich. Aber Lämmchen. Robby, Papst ist immer noch nicht nach Hause gekommen. Der kommt doch nicht. Wieso denn? Meine Späher haben mir berichtet, dass Papa eine Reise angetreten hat. Eine Vergnügungsreise. Was heißt denn das? Er hat eine ganze Batterie von seinem Rotwein einladen lassen und Sekt. Sekt? Hm? Robby, Papst betrügt uns. Mit wem denn? Frag doch nicht so dumm, mit wem? Mit einer Frau natürlich. Ich muss sofort hinterher. Na, aber wohin denn? Papa hat im Büro hinterlassen, dass er von unterwegs anrufen wird. Also so lange musst du schon warten. Also, ich kann ja alles verstehen. Aber dass er mit Sekt losfährt. Also diesem Weibsbild, da kratze ich die Augen aus. Man kann nur jemanden kratzen, wenn man ihn hat. Ach, die finde ich schon. Darauf könnt ihr euch verlassen. Familienleben im Eimer. Schade. Naja, dann kann ich mich auch selbstständig machen. Du, ich freue mich wahnsinnig auf die alten Burschen. Ja, bitte sei so lieb und mach mir das Kleid da oben zu, ja? Ja, das ist ja dein neues Kleid. Ja, natürlich, wenn so berühmte Leute kommen. Ach so, ja. Du, das besteht ja nur aus Knöpfen. Früher hat gerade das dir Spaß gemacht. Es macht mir auch heute noch Spaß.
Bitte? Nein, bitte nach Ihnen. Nein, nein. Bitte nach Ihnen. Nein, Sie waren zuerst da. Spielt doch bitte. Keine Rolle. Bitte. Bitte. Uli. Dicker? Salan, Mensch! Komm rein, Uli, komm rein. Mensch, Dicker, du, ich freue mich. Los. Ein Kanonenschlag zur Begrüßung. Ich glaube, der Hahn ist erst kindisch geworden. So alt sind wir doch noch gar nicht. Was ist denn passiert? Ja! Ja! Nein, stimmt, unser Wölkchen. Entschuldigung. Lausch, nee, der Fritz, Uli, also ich kann euch gar nicht sagen, wie freuen, dass ihr da seid. Nein, sowas. Na, du bist ganz schön mehr geworden. Jetzt sieht doch von hinten aus wie ein Minister. Nur kein Nein, alles selbst verdient. Die Frau, darf ich mir erlauben, ein kleines Gastgeschenk. Deine? Ei, das Eierlikör. Der Rest fiel leider einem Bombenanschlag zum Opfer. Vielen Dank. Und auch Ihnen, Herr Saarland, für die schönen Blumen. Mensch, pardon. Darf ich Sie jetzt erstmal ins Haus bitten? Wir wollen zusammen. Ja, kommt. Ja. Also, Kinder, ich kann euch nicht sagen, wie ich mich freue, dass ihr da seid. Na, hat's geklappt? Wie kannst du denn die Freunde vom Papa so erschrecken? Es war doch ein Böller zur Begrüßung. Bitte, wenn du es mal was reinschreiben. Ja, natürlich, klar. Also, hast du es im Leben einmal schwer, dann trink nur Eilers Eilikör, nicht? Ach, sieh doch nicht der Herr Saarland, bitteschön. Gerne. Er hat aber Chancen, was? Schreiben Sie was recht Privates, bitteschön, damit die anderen zwar springen von Neid. Ich werde mir die größte Mühe geben. Also, Franzi, jetzt stört doch unsere Gäste nicht. Komm hinaus in die Küche, ja? So, bitte. Dankeschön. Diese Mädchen mit ihren Albernheiten. Hast du das gehört? Albernheiten nennt das der Herr Professor, wenn du deinen Namen schreibst. Nein, so war das hier nicht gemeint. Ich weiß doch, dass die Schauspieler von der Gunst des Publikums leben. Ja, ich aber auch, du. Mein Eierlikör erfreut sich größter Beliebtheit. Ja, also zwischen deinem Eierlikör und mir ist ja noch ein kleiner Unterschied. Ja, aber nicht für die Einkommensteuer. Wem sagst du das? Ja. Also, wenn ich euch so reden höre, dann tut ihr mir direkt leid, dass ihr so viel Geld verdient. Ach, übrigens... Ich bin auch dabei, mir in meinem Rahmen natürlich einen ganz bescheidenen kleinen Namen zu schaffen. Dr. Johannes Büttner, Lehrbuch für griechische Grammatik. Du bist aber allein der Arbeit gewesen, oder? Ja, bitte, ich kann natürlich damit nicht so viel Geld verdienen wie ihr. Na ja, komm, Johannes, Geld ist ja schließlich nicht alles. Du hast eine nette Frau, hast reizende Kinder. Unser einer lebt à la carte. Ja, deine Speisekarte möchte ich ja mal rauf und runter essen. Ach, du erzähl doch mal, man hört von dir dolle Dinger. Ja. Ach, die Herren waren wohl gerade bei einem besonders interessanten Thema. Ja, waren wir auch. Bitte, nee, Frau, bitte erklären Sie uns. Der sieht doch gar nicht so besonders aus, nicht? Oh. Wieso hat er so ein Glück bei Frauen? Hm? Schon in Burgsteinach. Wer hatte das netteste Mädchen? Ich. Richtig. Das war die Tochter des Theaterdirektors Florian Popp. Roma hieß oder so ähnlich. Genau. Mhm. Na ja, und er? Na, deine kleine Marianne war das gar nicht? Aber das ist doch so lange her. Ach, erzählen Sie doch mal. Und ich habe immer gedacht, ich hätte einen Heiligen geheiratet. Nein, unter Schulfreunden wird nicht gebetzt, nicht? So, und jetzt wollt ihr wieder nach Burgsteinach. Zu Roma, zu Marianne. Und zu wem wollen Sie? Na, komm. Du wirst ja die kleine Grete nicht unterschlagen, diese süße Kellnerin. Ach, eine Kellnerin? Naja, er war doch immer schon für Ei. Das stellten wir Werbe. Aber Tila, wir wollen doch nicht deswegen nach Burgsteinach. Wir wollen nur wieder mal ein paar Tage so verleben wie früher. Ganz einfach, ganz naturverbunden, wie wir es uns damals versprochen hatten, nicht? Ja, dann nehmen wir meinen Wagen. Halben Tag hin, zwei Tage Burgsteiner, halben Tag zurück, sind drei Tage Zeit für Romantik. Nein, das geht natürlich nicht. Nein, wir machen es genauso wie früher. Mit ganz bescheidenen Mitteln, mit leichtem Gepäck, na, und natürlich mit den Fahrrädern. Ja, wie wir es ausgemacht hatten, na, das ist doch der Sinn der Sache. Mit Fahrrädern? Ja. So selber treten? Natürlich. Wo ist denn da der Sinn? Das ist, Schatzel, was du für Ideen hast. Ja, aber entschuldige, wir machen doch auch dauernd Radtouren. Ja, wir zwei, wir sind im Training. Aber die beiden Herren sind doch ganz unsportlich. Na, erlauben Sie mal, gnädige Frau. Haben Sie mich gesehen im Gipfelstürmer? Leider nicht. Ich bin der erste Vorsitzende von unserem Kegelclub. Ja. Na also, dann steht ja der Sache gar nichts mehr im Wege. Ja. Na dann Prost, meine Herren. Gute Fahrt. Also heute fahren wir bis Dagen. Das sind doch keine 50 Kilometer. 52,7 genau. Was denn? 52 Kilometer für den ganzen Tag? Das fahre ich immer im Wagen eine halbe Stunde. Ja, das ist für eine Radfahrt auf der Strecke eine ganz beachtliche Tagesleistung. Das ist doch keine Leistung, das ist ein Witz. Nach dem Witz, da reden wir weiter. Ja, reden wir, komm. Mit der
dem Rat, mit dem Rat, mit dem Rat, Kamerad, mit dem Rat, Kamerad, geht's hinaus. Mit dem Rat, mit dem Rat, mit dem Rat, Kamerad, mit dem Rat, Kamerad, geht's auch nach Haus. Über Berge, über Täler, schaut hin ein froher Blick, ohne Kilometerzähler, dazu noch mit Musik. Natürlich die Natur ist, wie lieblich und wie schön. Ein Tourist, der auf der Tour ist, der kann das alles sehen. Mit dem Rad, mit dem Rad, mit dem Rad, Kamerad, mit dem Rad, Kamerad, geht's hinaus. Mit dem Rad, mit dem Rad, mit dem Rad, Kamerad, mit dem Rad, Kamerad, geht's auch nach Haus. Was ist denn? Ich habe meiner Firma vergessen zu sagen, wegen badische Kirsch. Also, weißt du... Hör mal, du hast doch einen Stich. Wir erleben hier die Natur und du faselst von deiner badischen Kirsch. Halt! Halt! Bitte schnell! Warte doch ein bisschen. Ja, siehst du, das kommt von deiner Raserei. Jetzt pfeifst du auf dem letzten Loch. Ach, von wegen. Von mir aus fahren wir durch bis heute Abend. Na, und du? Oh, mir geht's glänzen. Wo ist der Sattel? Der ist nicht ganz in Ordnung. Aha. Ja, siehst du, mit meinem Sattel stimmt auch was nicht. Ich will euch sagen, was an eurem Zettel nicht stimmt. Eure Podex. Schaut einmal, wie herrlich es da unten ist. Und wenn es da unten so herrlich ist, was schleppst du es dann hier rauf? Du, schau einmal. Das ist doch dein Auto, Dicker. Wieso mein Auto? Von der Sorte gibt's ja mehrere, nicht? Wie den habt ihr immer. Da ist er schön. Machen wir halt eine Rast. Für den Dicken. Danke sehr. Für mich ist es nicht nüscht. Hört einmal. Die Ruhe. Und jetzt so ein saftiges Lendensteak mit Kräuterbutter und Pommes frites. Na, mir wäre so ein gegrilltes Hähnchen eigentlich lieber. Und dazu so ein gekühltes Pilsner. Nee, zum zweiten Frühstück kleines Fläschchen Sekt. Und das alles für 3 Mark. Und wenn wir mit 3 Mark pro Nase nicht auskommen, ich lade euch ein. Nein, nein, nein. 3 Mark pro Kopf und Tag waren ausgesetzt und dabei bleibt's. Na schön, dann nimm du wieder die Kasse wie damals. Hier, Hannes. Aber pass auf, sind meine ganzen Papiere drin. Komm, hier hast du meinen Zaster. Wie viele sind da drinnen? Oh, etwas über 3000 Mark. Was, 3000 Mark? Das sind ja 18.000 Schillinge. Also das ist mir unheimlich, so viel Geld. Übrigens Geld. Ich muss dringend telefonieren. Also zum Telefonieren bekommst du nicht einen Pfennig. Da melde ich ein Ehrgespräch an. Das habe ich ja von einem gewissen Professor Büttner gelernt. Ach, Kinder. Kein Telefon, keine Filmgespräche, kein Fernsehen. Das ist ein Leben. Eine Stunde nachdem der Film abgedreht war, war er weg und kein Mensch weiß wohin. Ich weiß es auch nicht, aber ich ahne es. Was ahnst du? Dass er in Paris ist, bei Susanne. Ach, das ist doch keine Ahnung, das schlichte, dämliche Eifersucht. Eifersucht macht Hellseher. Nee, blind. In Paris ist er nämlich nicht, da habe ich längst hin telefoniert. Ha, sieh also mal an. Du hast ihn da auch vermutet. Mhm. Dann ist es eine ernste Geschichte mit dieser Susanne. Wenn Uli solche Verrücktheit macht, steckt immer eine Frau dahinter. Ja, dann müssten wir eine Treibjagd quer durch Europa veranstalten. Wacht mal, er hat vor seiner Abreise vom Aufnahmeleiter ein Telegramm aufgeben lassen. Was? Der hat's mir aufgeschickt. Professor Büttner, Klagenfurt, Altgasse 15. Finde deinen Vorschlag großartig. Vorschlag? Was ist denn das für ein Vorschlag? Weißt du was? Da rufe ich sofort an. Aber du hast doch gar keine Nummer. Krieg ich raus. So, jetzt haben wir es gleich. Schau, da oben, da stellen wir unser Zelt auf. Da sollen wir noch rauf? Aha. Wir sind doch keine Gemsen. Hier ist doch ein Gasthaus, bleiben wir doch hier. Aber wir haben doch beschlossen, in keinem Hotel zu übernachten. Das ist doch kein Hotel. Außerdem brauchen wir die Erholung nicht bis zum völligen Zusammenbruch zu treiben. Los, tu Geld aus deinem Beutel und spendier unser Nachtlager. Viel kann das hier nicht kosten. So, kommt rein. Grüß Gott.
Grüß Gott! Hä? Sind Sie der Wirt? Nein, ich bin der Großvater. Der Wirt und die Frau sind bei einer Kindstaf in Rosbach. Aha, in Rosbach. Ja, also wir möchten hier übernachten. Ist ein Zimmer frei? Ja, das Zimmer ist schon frei. Moment mal. Wir brauchen drei Zimmer, Herr Großvater. Drei. Wenn Sie übernachten wollen, dann brauchen Sie drei Zimmer, sondern drei Betten und die können Sie haben. Sehen Sie? Ja? Wo du uns überall hinführst. Ja, das muss ich aber auch sagen, du. Also, ihr seid wirklich gut. Ich war doch fürs Zelten. Was ist denn? Zeig den Herrn das Zimmer. Das hier ist nämlich der berühmte Filmschauspieler Ulrich Salland. Lass doch. Das macht nichts. Bei uns war schon mal einer mit einem Affen, aber mit einem Dressierten. Ja, und essen möchten wir was. Haben Sie was Hausgeschlachtetes? Nein, das gibt's nicht. Ein Gräschl könnt's haben. Und was? Ein Gräschl und sonst nichts. Ein Gröstl. Nein, danke, ich verzichte. Ja, ich verzichte auch. Was du, wo du den ganzen Tag nur vom Essen geredet hast? Vor dem Schlafen gehen soll man nicht essen. Komm hier, sei so nett, ne? Ja, bitte. Also, dann gehen wir aufs Zimmer. Ja, ich komme nach. Ich will nur schnell... Im Hof links ist Heisel. Danke. Danke. Ist doch ganz gemütlich. Mhm. Schau, sogar mit fließendem Wasser. Ja, wenn Sie dann waschen wollen, der Herr mit dem Affen hat sich immer unten am Brunnen gewaschen. Ah. Das verstehe ich nicht. Für so einen kleinen Affen ist doch die Schüssel groß genug. Kleiner Affen, das war ja ein großer. Ach so, na ja, wenn ich einen großen Affen hätte, würde ich mich auch am Brunnen waschen. Ei, Junge, Junge, ich habe einen Muskelkater. Da hast du deine Decke. Danke. Wo der Friedrich so lange bleibt. War wohl nicht leicht, uns hier zu finden, was? Doch. Wenn ich unterwegs gefragt habe nach drei besseren Herren mittleren Alters auf Fahrrädern, da haben die gleich gesagt, ja, die müden Schildkröten sind hier vorbeigekrochen. Müde Schildkröten? Das verbitte ich mir aber ganz entschieden. Jawohl. Das war eine große sportliche Leistung. Aber das ist ja gesund, nicht wahr? Ein bisschen Sport, ein bisschen einfach Leben. Haben Sie noch so eine Gänsekeule? Leider nicht, Herr Direktor. Ja, dann gute Nacht. Gute Nacht, Herr Direktor. Was raucht denn da so? Das bin ich. Also, bist du verrückt geworden? Machst du das zu Hause auch so? Und zu Hause habe ich auch keine Mücken. Und das Fenster ist auch noch zu. Das ist ja irrsinnig. Ja, sonst fliegen ja Mücken raus, ehe sie tot sind. Wir ersticken hier in deinem Qualm. Ganz abgesehen von meiner Stimme. Von wegen Qualm. Das ist eine Havanna zu 80. Bitte, wenn ihr wollt, also, mache ich dir aus. Gib schon her. Ja, aber ihr seid schuld daran, wenn ich morgen früh aufwache und bin völlig zerstochen. Ach, was, uns stecken Sie doch auch nicht. Ja, eure Körper sind ja auch verseucht, nicht wahr, mit Alkohol und Nikotin. An euch gehen sie auch nicht ran. Sind wohl scharf auf deinen Eierlikör, was? Sind doch die Einzigen, die darauf scharf sind. Sehr witzig, sehr witzig. Jetzt mach die Augen zu und schlaf endlich. Na, hör dir das mal an. Das wäre ja schon die halbe Nacht. Uli! Ja? Ja? Du schnarchst. Du schnarchst. Wie ein Sägewerk. Ich hab nichts gehört. Hat dir das noch niemand gesagt? Nein. Schnarche ich wirklich? Die armen Frauen. Na, also versuchen wir es halt noch mal mit dem Schlafen. Also, gute Nacht. Ja, hoffentlich. Ja. Wo ist denn mein Sohn? Was? Wo? In Italien? Hat er sich doch den neuen Wagen gekauft? Dem hau ich noch den Hintern voll. Ruhe! Nein, Sie meine ich nicht, Schrader. Ich telefoniere hier nämlich im Freien. Im Freien, ja. Hallo, Johannes, Ulrich. Ich muss jetzt Schluss machen, Schrader. Erkundigen Sie sich, was mit Badische Kirsch los ist. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Ja! Na? Sag einmal, schämst du dich denn gar nicht? Du Verräter, du! Du, da kommen Männer! Oh. Na da! Hier bleiben wir! Wo du uns überall hinführst, hier in dieser Einöde findet uns doch kein Mensch. Ein großes Auto kommt hier auch nicht durch. Was hast du gesagt? Was?
Ja, wartest du denn jemanden mit einem großen Auto? Nein, natürlich nicht, aber es kann ja einmal was zustoßen. Ja, also sei nur friedlich, Dicker. Uli und ich stellen das Zelt auf und du gräbst inzwischen ein Feuerloch. So, hier. Immer ich Loch graben. Hier, halt mal. Willst du lieber das Zelt aufstellen? Nein, ich will ein Loch graben. Na komm, nimm. Ja. Du, die Stangen und die Heringe, die musst du haben. Also pass auf, pass auf. Was ist denn? Hier steht ja alles. Komm, ich lies dir's vor. Du, ein totschickes Zelt. Mir willst du nicht erzählen, wie man ein Zelt aufstellt, mein Lieber. Das ist ganz einfach. Schau mal. Eins, ja, zwei, ja. So. Aber nicht bei der Caprimuschel Sonderklasse. Das ist Eingriff. Na komm doch her und mach den Eingriff. Nein, ich mach jetzt Feuer. Das ist doch ganz einfach. Das sind doch extra solche Löcher für die Zeltstangen. Sag mal, willst du uns denn ausreichern? Ich kann doch nichts dafür, dass der Wind von der verkehrten Seite kommt. Weißt du denn nicht mehr, wie man ein Feuerloch macht? Bei der Marine hatten wir Ölfeuerung. Na ja, so schön lassen wir. Ich mach das schon. Hilfst du dem Uli? Ja, ja. Aber mach mein Feuer nicht kaputt. Uli! Ja? Na, was ist denn? Ich finde den verdammten Ausgang nicht mehr. Du liest doch eine Gebrauchsanweisung nach. Au! Au! Ach, was ist denn? Na komm schon, mach schon endlich, dass man zur Ruhe kommt. Hier, los! Du, guck mal, wir sind nicht allein. Wieso? Deine Einöde, du. Und das sind zwei Öde, sind das. Noch so öde finde ich die gar nicht. Herrlich, die Berge, was? Bei meiner Muskelkarte interessiert mich das alles nicht. Komm, machen wir weiter hier. Also, du was musst ist da die denn? Beiden was Stangen nehmen. Die müssen unten rein in die Zeltlöcher. Ja, du komm mit rein. Na, ich komm ja schon. Komm, Schäker, jetzt ja. Komm rein. Stopp doch ab, pass auf. Jetzt, also die Zeltstangen, lass wieder ausreden. Aua! Die Zeltstangen, oh, Mensch, wir stemmen mir den Finger. Ich glaube, die studieren eine Zirkusnummer ein. Du sollen wir nicht hinüber und ihnen helfen. Nein. Na bitte, was hat gesagt? Steht wieder eins. Ja, du musst mich nur rufen, nicht? Du, dass die beiden da dauernd rüber gucken, das macht mich langsam nervös. Lass doch gucken. Schlag lieber die Heringe ein bisschen ein. Na ja, mach mal. Blas uns über die Luftmatratze auf. Oh je! Oh, hat er nicht auf seine Fingerchen gehauen. Halt, halt, die Luft geht raus. Uli, der Nippel ist weg. Uli. Komm, geh mal her, du Anfänger. Ja. Dazu gehört eine Heldenlunge. Hm. Da hast du deine Matratze. Mensch, hast du eine Lunge. Tja. Sieh mal, wie er das gemacht hat, Hannes. Du legst dich glatt hin, weißt du? So. Du, so ein gutes Gulasch hätte ich dir gar nicht zugetraut, Hannes. Ja, wirklich? Besonders den Holzaufgeschmack hat er großartig reingebracht. Ach du. Ja, aber weißt du, was fehlt? Eine Flasche Rotwein fehlt. Du brauchst dich gar nicht umzuschauen. Hier kommt keiner mit Rotwein. Bestimmt. Aber hier ist einer mit Tee, du. Hier, komm, trink Tee. Tee ist immer gut. Schau doch nicht immer da hinüber. Das fällt doch auf. Schön. Mach es halt diskreter. Hoffentlich spielen die nicht bis in die Nacht hinein Radio. Ich möchte bald schlafen. Ich bin auch müde. Ich will mir nur noch die Beine vertreten. Das nennt der Beine vertreten. Leg du dich mal schon hin, ich komme auch bald. Ja, ja. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Darf man? Bitte. Ich auch. Aber gerne. Danke. Ich heiße Uli. Ich nicht, ich heiße Friedrich. Zelten Sie auch hier? Nein, wir zelten nicht. Ah. Nein, wir spielen Indianer. Ich bin auch aus dem Kriegsfall. Nein, 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 nein. Wofür halten Sie uns eigentlich? Für zwei ganz reizende kleine Indianer. Ja, ja, ist schon gut, schon gut. Und für was halten Sie mich? Na, Sie könnten eine Kneipe haben. Du bist erkannt, Dicker. Na, und ich? Was bin ich von Beruf? Sie könnten ein Schauspieler sein. Ja, Sie haben sogar eine gewisse Ähnlichkeit mit den... Na, wer heißt er denn schnell? Mit den Sallern. Kennen Sie den? Nee, nie gesehen. Na, der sieht auch viel langweiliger aus als Sie. Ach, doch nicht so albern. Ist doch gar nicht komisch. Guten Abend. Wenn wir Glück haben, dann kommen dort aus dem Wald Rehe auf die Wiese. Das ist immer ein sehr schönes Bild. Nur müssen Sie da das Radio abstellen. Ach, warum denn? Ist komm doch her. Langweilig. Setz dich hin. Stör nicht. Hör zu. Ich heiße Büttner. Er ist Professor. So ein stiller Abend am Busen der Natur ist doch was Herrliches.
Schau dir das an. Interessante Reisebekanntschaft machst du. Und morgen früh haben sie alle Rheumatismus. Das Gras wird schon ganz feucht. Das geschieht ihnen recht. Komm. Geschlafen. Schlafen schon. Ah, feine Kavaliere seid ihr. Wieso? Du hast doch auch geschlafen. Ach, los jetzt. Es kommt alles vom Radfahren. Ein herrlicher Morgen. Also los, Burschen, aufstehen, aufstehen! Nicht so laut, nicht so laut. Also so gut, wie es im Prospekt steht, schläft man nicht in so einem Zelt. Mir tun sämtliche Knochen weh. Ich bin ja weg. Restlos weg. Was ist denn das da? Auf der Alm, da gibt's kein Sünd, wenn die Männer müde sind. Das habt ihr euch aber schön blamiert. Wieso, du doch genauso. Wieso, das ist gar kein Grund, sie haben doch genauso geschlafen wie wir. Mensch, red doch nicht. Das ist mir aber peinlich. Ja, aber die haben doch keine Ahnung, wer du bist. Und warum soll ein Filmschauspieler dich auch mal müde sein, ne? Nee, solange ich noch Liebhaber spiele, ist mir irgendwas peinlich. Ja, wie lange spielst du schon noch Liebhaber? Na komm, komm. Also jetzt streitet nicht, wir müssen ja weiter, wir müssen doch einpacken. Ja, jetzt können wir den Kram wieder den ganzen Tag durch die Landschaft schleppen. Naja, so schön, wenn es euch so schwerfällt. Schließlich soll ja die Fahrt auch für euch ein Vergnügen sein, nicht? Ja, na, bis jetzt war es mehr eine Strafexpedition. Also ich mache euch einen Vorschlag. Wir schicken das Gepäck vom nächsten Ort ein paar Stationen voraus, bis wir über den Pass sind. Hä? Johannes, Mensch, du wirst ja vernünftig. Ja, mach nur so weiter. Vielleicht kommst du noch dahinter, dass wir uns doch noch mal einen Wagen kommen lassen, was? Ja, ja, das steht hier so passen. Herr Wachtmeister, entschuldigen Sie bitte. Ist hier vielleicht ein großer schwarzer Mercury vorbeigefahren? Oh, hier kommen viele vorbei. Ja, aber vielleicht ist Ihnen aufgefallen, er hat die Nummer HBI 123. Ach ja, der, den habe ich gesehen. Ja. Vor einer Stunde. Da hat er nach drei Radfahrern gefragt. Und welche Richtung ist er gefahren? Da hinauf. Danke sehr, Wachtmeister. Bitte. Nicht schlecht. So, die dürfte jetzt wohl kalt genug sein. Bitte, meine Damen, Platz nehmen zum zweiten Frühstück. Dankeschön. Was Sie für märchenhafte Dinge in Ihrem Wagen haben. Sie sind sicher aus der Industrie. Ja, ja, ich habe ständig in der Industrie zu tun. Das merkt man doch gleich. Ach, wenn ich an die drei komischen Knöllchen von gestern Abend denke. Drei komische Knöllchen? Ich wäre verrückt. Was ist denn? Mein Wagen. Wissen Sie, meine Damen, ich bin Junggeselle. Ich fahre einfach kreuz und quer durch die Gegend, bis mir was Hübsches begegnet. Wir auch. Nicht bei Lotte? Na denn, meine Damen. Prost. Prost. Was ist das für einer? Deine Art Lila, der schmeißt einen nicht um. Pass mal auf, wenn dich gleich umschmeißt. Aber bitte, meine Damen, greifen Sie doch zu. Ist alles da. Na denn, Mahlzeit. Entschuldigen Sie, Herr Direktor, aber ich habe Sie doch gestern den ganzen Tag gesucht. Was wollten Sie denn von mir, Herr Direktor? Tja, ich soll doch Herrn Direktor abends immer ein bisschen was zu essen und zu trinken bringen. Nicht? Ach, gesunde Lebensweise, so ist das. Verschwinden Sie nach Bremen. Ah, wohin Sie wollen. Das haben wir natürlich nicht gewusst. Entschuldigen Sie bitte. Es ist uns furchtbar peinlich. Aber das macht doch nichts. Irren ist menschlich. Kommt, setzen wir uns. Danke. Greif zu, Freunde.
Ich muss schon sagen, dein Chauffeur, der lebt recht gut. Du ahnungsloser Engel, du. Glaubst du, das ist das Essen vom Chauffeur? Wieso? Na, während wir für ein paar Schillinge täglich hier am Hungertuch nagen, lässt er sich einen ganzen Couragewagen nachschicken. Du, das finde ich wirklich unfair. Beruhige dich. Von jetzt an leben wir auch gesund, aber üppig. Ich werde ja schon wieder verrückt. Marchen, wo kommst du denn her? Ist was passiert? Ich habe eher das Gefühl, dass hier allerhand passiert. Nein, noch nicht. Also wir wollten gerade frühstücken. Ein Glück, dass ich eben den Chauffeur getroffen habe. Sonst wäre ich hier glatt vorbeigefahren. Ach, du hast ihn getroffen. Ja, das ist gut. Das ist ja vielleicht ein Gauner. Was bist du denn? Erzählst uns am Telefon, du machtest einen Gesundheitsausflug? Ja, mache ich ja auch. Mit meinen alten Schulfreunden hier. Wir waren zusammen in einer Klasse. Ach, wie niedlich. Der hier ist inzwischen Lehrer geworden. Büttner. Und der? Den kenne ich. Und die Damen. Waren die vielleicht auch in deiner Klasse? Nein, nein, die Damen haben wir erst gestern Abend kennengelernt. Aha. Ja, wir haben nur nebeneinander geschlafen. Was? Ja, in einem Zelt natürlich. Ja. Und Sie sind Lehrer? Für Geschichte und alte Sprachen. Hm. Und Sie schämen sich nicht? Warum soll ich mich schämen? Warum soll er sich schämen? Er ist genauso glücklich verheiratet wie wir beide. Nicht, Malchen? Verheiratet sind die auch noch. Ach, komm, wir verschwinden. Wenn ich nur wüsste, wie ich Ihre Frau erreichen kann. Die ist in Hintertux im Zillertal beim Zenzinger Bauer. Aha, danke schön. Der werde ich ein Licht aufstecken. Lämmchen? Marchen? Entweder kommst du sofort mit, oder? Du sagst eben entweder. Was ist denn oder? Oder. Och, ich weiß noch nicht, was ich tue. Dann überlegst dir mal. Wir fahren inzwischen nach Burgsteinach. Du, das kannst du nicht machen. Keine Marchen? Nein, nein. Marchen! Nur ist sie weg. Na, ja, Kinder. Ich glaube, wir wollen uns erstmal stärken, bevor wir weiterfahren. Erinnert mich daran, dass ich im nächsten Postamt mit Bremen telefoniere. Ja, aber so ein Telefongespräch, das kostet eine Menge Geld. Du hast doch die Vereinskasse. Nein. Wieso nein? Ja, das Geld ist doch im Rucksack. Na ja, und der Rucksack? Ja, und den Rucksack haben wir vorhin mit der Post vorausgeschickt. Mit meinen 3000? Na ja, das Zelt haben wir ja auch vorausgeschickt. Und wo werden wir jetzt schlafen? Wir haben doch keinen Pfennig Geld mehr. Wir können uns 3 Tage nichts kaufen. Naja, das habe ich noch. Es tut mir schrecklich leid, Kinder. Ich habe mir diese Radtour so romantisch vorgestellt und... Jetzt werden wir elend am Wege verrecken. Hast du ihn erreicht? Nein, Papa ist nicht zu Hause und Mama ist auf Suchexpedition. Ist denn der Wagen inzwischen schon bezahlt? Eben nicht. Der Prokurist hat keine Anweisungen. Na, hör mal. Na, was kann ich denn dafür, wenn Vater nicht da ist? Du bist vielleicht ein Herzchen. Saust mit dem unbezahlten Wagen durch die Gegend. Hochstapler. Steig doch aus, wenn es dir nicht passt. Will dir nicht zumuten, mit einem Hochstapler durch die Gegend zu fahren. Du, das mit dem Hochstapler, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Also. Mensch, Fritz, ruf doch deine Firma an. Herrgespräch, kostet doch nichts. Lass dir telegrafisch Geld schicken. Heute ist doch Sonnabend und sonnabends arbeitet meine Firma nicht. Lass dir doch von deiner Filmfirma Geld schicken. Damit die wissen, wo ich bin. Die fangen mich ein, stecken mich in den Frack und schicken mich auf die nächsten Filmfestspiele. Nee. Kommt gar nicht in Frage. Hannes, so ruf du doch deine Frau an. Ja, gern. Aber sie kann das Geld doch nur Postlagern schicken. Und auf der Post kriegen wir das Geld nur gegen Ausweis. Na und? So, die Ausweise sind doch beim Gepäck. Mensch, ich habe auf der Schule schon nicht viel von Paukern gehalten. Was guckst du denn? Lebensmittel. Moment mal, ich werde einen Kredit aufreißen. Halt mal. Hallo? Jedes Kind kennt doch Ulrich Saarland. Für ein Autogramm von mir, da gibt ihr letztes Hemd her. Was soll man denn mit dem Hemd? Der Ulrich Saarland? Hm. Mein Lieber, den kenne ich. Der fährt nicht mit dem Vorradl in der Gegend umeinander und bettelt die Leute an. Na, das ist aber ein starkes Stück. Bettelt es sich der richtige Ausdruck, schönes Kind. Ich werde Ihnen zeigen, wie der Ulrich Saarland ausschaut. Ah. Ja, du, vielleicht hat sie gar nicht so unrecht. Ich sehe im Augenblick nicht aus wie Ulrich Saarland, sondern mehr wie Kirk Douglas als Odysseus. Soll ich eine Widmung draufschreiben? Tier das! Doge her! Jetzt reicht's mit. Gebt das Zeug her und schaut, dass ihr weiterkommt. Sonst passiert was. Guten Tag. War wohl nichts. Hm? Halt! Ah, doch nicht, sag ich, der Wahnsinnige! Also das Fahren musst du schon mir überlassen. Bitte schön, dann steige ich eben aus.
Schließlich will ich ja noch ein bisschen leben, bitte, nicht? Bitte! Du, ich fahr nur langsamer, wenn ich einen Kuss bekomme. Du, das ist eine Erpressung. Na komm schon. Nee, nee, nee. Erst langsam fahren. Los, fahr schon weiter. Ein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weint. Du, das kannst du aber nicht essen. Das ist ja Hühnerfutter. Nur ein gebratener Erdäpfel, das ist schon was Herrliches, was? Besonders, wenn sie gemaust sind. Er meint Pellkartoffeln, weißt du? Ja, eigentlich soll man hier nicht stehen. Ja, aber verhungern soll man auch nicht. Wo schlafen wir heute? Gott oben. Na komm, lasst uns zu dir Haier gehen. So, da hinauf. Da sollen wir rauf. Warum denn nicht? Kleinigkeit. Also bitte nach dir. Bitte. So. Halt doch mal, bitte. Ja, bitte. So, jetzt los. Komm, ich gebe dir die Hand. Ja. Was? Ah, oh, meine Muskeln. Ja, ja, ja. Also, ist denn das zu fassen? Oh, ah, danke schön. Na, also. Wie haben wir es denn? Raus mit euch, aber geschwind. Oh, Kinder, los, aufstehen. Ja, schneller, schneller, schneller. Gehen wir, gehen wir. Guten Morgen. Warum schreiten wir so? Wer ist denn das? Ich will euch schon was erzählen, ihr Xindel. Büttner, Professor Büttner. Und ich bin der Kaiser von China. Eure Ausweise will ich sehen. Ja, die habe ich. Die hat der da vorausgeschickt. Ja. Alles dann, da kommt's auf die Gendarmerie. Da wird sich schon herausstellen, wer ihr seid. Das ist genau das, was ich für meine Publicity brauche. Ja, hören Sie mal, Herr Forstmeister. Ich bin kein Forstmeister, ich bin der Bauer und mir gehört der Stolo. Das wird euer Schenstück Geld kosten. Ja, Geld haben aber keins, Edge. Ach so, Geld habt ihr keins? Wollt ihr was verdienen? Geld verdienen ist meine Leidenschaft. Was sollen wir denn tun? Im Heu helfen. Heu ist doch großartig. Das tun wir gerne, ja? Ja, so gerne auch wieder nicht. Aber jetzt. Ja. Ist ganz schön schwer, was? Ja, ich habe mir das auch leichter vorgestellt. Guck mal den da, du. Was denn? Absurd. Ein Faulhaus. Gesunde Arbeit, was? Na ja, ja. Schwitzt ihr? Du kannst dein Geld auch nur im Sitzen verdienen. Ja, ich schwitze sehr gut. Oh, hau ab, komm. Wie richtige Landstreicher schaut es aber nicht aus. Ja, ja, wir sind ja auch keine richtigen. Bloß ein bisschen runterkommen. Was glaubst du, dass ich hier für die Stunde kriege? Ich glaube nicht. Ihr habt ja nichts gelernt. Bitte. Dankeschön. Also, dass Sie mich hier gefunden haben? Ich habe selbstverständlich keine Mühe gescheut, denn das müssen Sie wissen. Was muss ich wissen? Na, was Ihr Mann treibt. Was treibt er denn? Ach, Sie scheinen auch zu den ahnungslosen Engeln zu gehören, die Ihren Männern immer zu wenig zutrauen. Im Gegenteil, ich freue mich darüber, dass sich unsere Männer noch so viel zutrauen. In dem Alter ist es eine ganz schöne Strapaze. Tja, das kann man wohl sagen. Für meinen Mann natürlich weniger, der macht das ja immer in den Ferien. Ach, und das lassen Sie sich gefallen? Da heben Sie keinen Einspruch? Warum? Das ist doch eine sehr gesunde sportliche Betätigung. Sie nennen das Sport.
Wie nennen Sie das denn? Ich nenne es ehewidriges Verhalten. Also, Frau Eilers, Radfahren ist doch nicht ehewidrig. Also, Radfahren an und für sich nicht. Nicht? Aber Sie steigen ja auch mal ab. Ja, natürlich, Sie müssen ja auch mal Pause machen. Wenn Sie wüssten, womit Sie Pause machen. Mit Sekt. Mit Sekt? Hm. Das wundert mich, aber Sie wollten doch ganz spartanisch leben. Sie würden sich noch viel mehr wundern, wenn ich Ihnen sage, mit was Sie Pause machen. Mit halbnackten Mädchen. Mein Johannes? Ja, Ihr Johannes. Also, ehe ich das nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Das sage ich doch, deshalb bin ich doch hier vorbeigekommen. Hier sind Sie vorbeigekommen. Hier hat der Alte wieder mal mit der Firma telefoniert. Wann denn? Erst vor einer halben Stunde. Na, dann können Sie mit Ihren Rädern ja noch nicht weit sein. Du sag mal, ob sich dein Vater freut, wenn du so plötzlich auftauchst? Na, hoffentlich. Er soll ja auch den Wagen bezahlen. Wenn ich noch einen Vater hätte, dann würde ich nicht so respektlos von ihm reden. Na, du hast eben noch keine Erfahrung mit Vätern. Johannes? Na, was ist denn? Ich möchte mich bedanken. Wofür? Weil du uns mal wieder gezeigt hast, dass man mit wenig und ein bisschen eigentlich viel besser leben kann, als wenn man immer noch mehr und mehr und noch mehr haben will. Naja, du weißt schon. Das freut mich. Ja, das freut mich wirklich. Du, dieses Thema, das wollte ich meinen Schülern nach den Ferien als Aufsatz geben. Die Hälfte ist mehr als das Ganze. Das hat Hesiod in einem Brief an seinen Bruder Perses geschrieben. Einen Aufsatz wollte ich eigentlich nicht drüber schreiben. Ach, gib deinem Bruder Perses lieber was zu essen. Du bist ein Materialist. Hallo, Papst. Erstaunst du, was? Ja, das staune ich. Immer wenn wir gerade essen wollen, taucht jemand von meiner Familie auf. Keine Angst, wir haben schon gegessen. So, gleich bekannt machen, mein Sohn Robby. Hallo? Hallo? Hallo. Guten Tag. 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 Ist das deine Tochter? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das ist mein Babydoll. Was ist das? Meine Katinka. Was bitte? Na, so heißt sie. Ach so, ja, natürlich. Ja. Hier schnarcht ihr also? Ja, mein Sohn, hier schnarchen wir. Na, sehr dufte. Habt euch ja ganz schön reingeschafft. Hm? Was meinen Sie? Ich meine, das ist eine große Schau. Ja, die reden heutzutage so, nicht? Ein Vater kann seinen Sohn nur mit den größten Schwierigkeiten verstehen. Ach, das ist doch nur Angabe von Robby. Mit mir redet er ganz normal. Mit Ihnen würde ich auch normal reden. Haben Sie das gekocht? Nein, ja. Nein, das habe ich gekocht. Das ist Kartoffelsuppe mit Würstchen. Donnerwetter. Ich kann nämlich nur Eierkuchen oder sowas. Na, sehen Sie, das kann ich wieder nicht. Ich denke, du bist in Italien. Da war ich doch auch. Ach, Sie waren in Italien? Das interessiert mich aber sehr. Und was hat Ihnen dort den größten Eindruck gemacht? Rom, Neapel, Florenz? Die tollen Straßen. Wir sind überall nur so vorbeigezischt. Ach, an Rom sind Sie vorbeigezischt? Ja, mit dem Porsche. Du Papst, das ist wirklich ein toller Schlitten. Ja. Wenn du die 3000 noch ausspuckst, sind wir ganz billig bedient. Ja, ja, ich werde aber nicht spucken, verstehst du? Kein Pfennig werde ich spucken. Da kann ich aber nur sagen, dass ich von dir als Vater sehr enttäuscht bin. Du, Fritz, nimm mir nicht übel. Ich weiß, du bist ein sehr erfolgreicher Kaufmann. Ich weiß schon, was du sagen willst. Aber kein sehr erfolgreicher Vater, nicht? Robby kann aber auch sehr nett sein. So? Doch, bestimmt. Man muss nur Nein sagen können, wenn er seinen Dickkopf durchsetzen will. Was will? Was will? Was will ist nicht viel, denn ich will ja nur singen. Einmal dur, einmal mal, einmal süß und einmal toll, immer nur singen. Was will? Was will? Was will ist nicht still, sondern laut soll es klingen. Einmal hot, einmal slow, einmal so und einmal so, immer nur singen. Ah, Sie haben sich schon getröstet mit Musik. Das gefällt Ihnen? Ruhe und Stille mach mich krank. Ich brauch zum Leben immer Gesang. Was ich will, was will ist nicht viel, denn ich will ja nur singen. Einmal du, einmal mal, einmal süß und einmal toll, immer nur singen. Na, Papst, hast du dir die Sache mit dem Wagen überlegt? Mhm. Bring den Wagen zurück und kauf dir ein Fahrrad. Meinst du das ernst? Wünsch dir nur nicht, dass ich ulkig werde, mein Junge.
Los, Baby, steig ein, wir brausen ab. Los, Baby, steig ein, wir brausen ab. Wie redest du denn mit mir? Ich lass mich doch von dir nicht kommandieren. Dann bleibst du eben hier bei diesen Weihnachtsmännern. Bitte schön, dann bleib ich eben hier bei diesen Weihnachtsmännern. Zanken die sich immer so? Die zanken sich doch nicht. Die lieben sich. Ach so. Also komm gefällig. Ich denke ja nicht dran. Dann eben nicht. Katinka, Schau mal, er wartet darauf, dass du nachgibst. Nee, wieso? Er kann ja auch mal nachgeben. Na schön. Komm. Freunde, unser Kleeblatt ist vierblättrig geworden. Katinka bleibt bei uns. Ach, das ist aber wirklich nett. Ja, aber sie hat doch kein Rad. Dann würde ich eins kaufen. Nein, ich werde ihr eins kaufen. Schließlich ist sie ja die Freundin meines Sohnes. Dein Sohn hat sie doch im Stich gelassen. Ja, eben drum habe ich doch was gut zu machen. Ach bitte, ich möchte Ihnen aber nicht zur Last fallen. Oh, wenn Sie lästig sind, dann werden Sie hier am Spieß gebraten. Ich finde, sie ist schon knusprig genug. So, jetzt wollen wir aber endlich essen. Oh ja, und ich spüle dann hinterher die Teller. Ja, so eine Frau ist doch was Praktisches, nicht? Danke. Sie will ja erst mal eine Frau werden. Hilfe! Hilfe! Wie komme ich denn hier runter? Ich komme schon. Schau mal, wie reizend dieses Blümchen ist. Noli me oblivisci. Vergiss mal nicht. Diese blaue Blüte hier, die ist... Sag mal, du hörst mir ja gar nicht zu. Ich habe einen Stein im Schuh. Ach, du, wie machen wir denn das heute Nacht mit dem Schlafen? Wieso denn? Ja, zu viert können wir in dem Zelt nicht schlafen. Da muss eben einer draußen schlafen. Uli? Ja? Du musst euch nach draußen schlafen. Wieso gerade ich? Johannes und ich sind verheiratet. Na, ich war schon dreimal verheiratet. Ja, eben, deswegen. Na, ich kann doch draußen schlafen. Oder muss man sich hier fürchten? Kommt gar nicht in Frage. Katinka schläft im Zelt und wir drei halten draußen Wache. Lauter Ameisen. Psst, psst, nicht so laut, weckst du das Kind auf. Schon wieder. Hört ihr nichts? Nein. Das ist ein Geräusch. Wahrscheinlich ist es ein Reh. Nein, das muss was Größeres sein. Vielleicht ein Wildschwein. Hört dann aber nichts mehr auf die Bäume. Also ich schau nach. Ich komm mit. Kinder, lasst mich nicht allein. Da war doch was. Ein Wald ist immer was. Schrei doch nicht so, Katinka, bitte. Ist da jemand? Katinka. Katinkalein. Aufstehen. Die Sonne scheint. Aufwachen. Sie schläft ganz schön fest. Ist ja gar nicht drin. Ausgerissen. Katinka! 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 Hier bin ich. Wo soll ich denn sonst sein? Was, da oben? Was machst du denn da? Wieso bist du denn da oben? Ich war die ganze Nacht hier oben. Sie waren doch plötzlich alle weg. Und im Gebüsch hat es immer so geschrien und geraschelt. Na bitte, du hast geraschelt. War unverantwortlich von dir. Ich hab nicht geraschelt. Doch, natürlich. Nein, schließlich bin ich ja kein Wildschwein. Nein, aber ein Rabenvater. Och, bitte, bitte, zanken Sie sich doch nicht meinetwegen. Also erstmal sagst du zu uns. Wir könnten schließlich alle deine Väter sein, ne? Nee, das geht nicht. Vater kann nur immer einer sein. Na schön, dann soll sich einer aussuchen. Ich soll mir einen Vater aussuchen? Tja, wer kann das schon? Ja, dann. Na? Dann nehme ich. Dann nehme ich dich. Oh, danke. Siehst du, Pensionsberechtigte werden immer von Damen bevorzugt. Tja. So, los, jetzt wird ein Fahrrad gekauft. Mit dem Rad, Kamerad, geht's hinaus.
Pferde über Täler, schaut hin, ein froher Blick, ohne Kilometerzähler, dazu noch mit Musik. Nenne ich aber einen Empfang. Ja. Glaubst du, dass es für uns ist? Für uns? Für dich? Ich? Ja. Habt ihr das arrangiert? Naja. Kinder, das ist mir aber peinlich. Bin ich aber ganz schön auf euch reingefallen. Du Stoff, du! Jetzt machen wir uns fein und gehen zum alten Pop. Ja, wo finden wir ihn denn? Auf der Freilichtbühne. Gut. Komm. Wir mei all 20 Jahr und auch sonder Wütschütz war hat bei Mondschein voll Lust das erste Mal sein Reselpust wir es küsst ihn grad in Tod. Also halt, nein, also Erisel, ich bitte dich, jetzt fuchsel nicht so viel mit den Händen in der Luft herum, sei doch natürlich, ein bisschen frei, locker. Ja, richtig, Herr Direktor, die meisten jungen Schauspieler fuchteln immer mit den Händen rum, nicht? Also, was verstehen Sie denn davon? Wie kommt Sie überhaupt daher? Behauptet nur das, was Sie immer gesagt haben. Ja, um Himmels Willen, wer sonst denn eigentlich? Ulrich Saarland. Ja, der Uli, der Filmstar, sowas. Ja, du hast dich aber schön ausgewachsen in den letzten 20 Jahren. Na, und Fritze Eilers kennen Sie auch nicht mehr? Das Fritzchen. Ja. Auch schon die dreifache Portion. Ja, leider. Oh, Johannes, ja. Bist ja ein richtiger Professor geworden. Ja, ja. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Na, Töchter, lässt auch schon Christian. Ja, ja, nur vorübergehend. Wieso? Wieso? Er tut es nicht Gutes, Mann. Da willst du am Ende verstoßen. Herr Direktor. Ja, was ist denn? Haben wir hier nun eigentlich Probe oder Familientag? Dann komme ich nämlich auch hinunter. Nein, 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 bleib schon oben. Wir haben noch lang zu tun. Machen Sie weiter, Kapellmeister. Das ist doch nicht möglich. Roma? Aber das ist doch nicht die Roma. Die ist längst verheiratet. Ach, und wer ist das Mädchen? Na, ihre Tochter, mein Enkelkind. Roma? Das ist ein Wunder. Das ist kein Wunder, das ist sicher ein Irrtum. Aber du siehst genau aus, Verzeihung, Sie sehen genau aus wie Roma. Das ist vielleicht eine gewisse Familienähnlichkeit. War ich damals verliebt. Wann war denn das? Vor genau 22 Jahren. Also die Nase, die Augen, das ist wirklich ein Wunder. Das ist sogar ein sehr großes Wunder. Ich bin nämlich erst 2 Jahre später auf die Welt gekommen und heiße auch gar nicht Roma. Ich bin die Tochter von Roma Zander, geborene Pop, und heiße Angelika. Jetzt kehre ich nach so vielen Jahren hierher zurück und meine Jugendliebe wird mir neu geschenkt. Moment, geschenkt kriegen Sie mich bestimmt nicht. Wer sind Sie denn überhaupt? Aber Kindchen, ich bin Ulrich Saarland. Wie bitte? Ach ja, Ulrich Saarland, der Filmschauspieler. Sie waren doch neulich als Titelbild auf einer Illustrierten. Na ja. Ja, und meine Mutter hat Sie geliebt? Wundert Sie das? Sing nur sing, Nachtigall. Angelika, was ist denn? Dein Einsatz kommt doch gleich. Darf ich dich freundlichst bitten, ein bisschen mitzusingen? Ja, ja, ich komme ja schon. Entschuldigen Sie mich bitte. Bitte. Na, Katinka, gefällt's dir? Oh ja, finde ich sehr hübsch hier. Hör mal, du musst dich jetzt mal ein bisschen allein beschäftigen, nicht? Hannes und ich haben etwas vor. Komm hier, geh essen. Wir sehen uns dann im Hotel, nicht? Komm, Hannes, komm. Was wolltest du denn? Ich hab doch jetzt gar keinen Einsatz. Ich wollte dich bloß weghaben von diesem Kerl. Ist das ein Verwandter von dir? Aber nein, das ist Ulrich Saarland, der Filmschauspieler. Na und? War ja außerordentlich herzlich, die Begrüßung. Kinder, kommt euer Duett, bitte. Schenkt man sich Rosen in Tirol, weiß man, was das bedeuten soll. Man schenkt sich Rosen in Tirol. Ja, jetzt verstehe ich, der Junge.
Also, ich kann nicht probieren, wenn da unten dauernd gesprochen wird. Überhaupt, ich habe genug Schluss aus. Ja, bist du verrückt? Du kannst doch nicht einfach von der Probe laufen. Aber unter diesen Umständen kann ich nicht probieren. Mahlzeit? Ja, so etwas hast du noch nie gegeben. Na ja, meinetwegen. Es war ja eh nur eine Szenenprobe. Was war denn schon wieder? Was hat er denn? Eifersüchtig. Das sind wir doch gewohnt. Etwa auf unseren Uli. Hat's Ihnen gefallen? Oh ja, Sie singen sehr hübsch. Danke. Sind Sie ganz allein? Meine Väter haben mich sitzen lassen. Väter? Wie viel haben Sie denn? 3, aber das ist nur vorübergehend. Übrigens, der eine ist noch da, mit dem will ich gleich essen gehen. Mit wem denn? Mit dem Ulrich Saarland. Was mit dem? Wollen Sie nicht vorläufig mit mir verlieb nehmen? Der kommt sicher bald nach. Ja, wenn Sie meinen. Wohin denn? In den Eisernen Hahn, dort essen wir immer. Du, weißt du, was aus der Grete geworden ist? Nein. Die ist Inhaberin eines Weinlokals zum Eisernen Hahn. Das muss hier irgendwo in der Nähe sein. Gehen wir mal hin, komm. Nein, da komme ich nicht mit. Natürlich, du musst mit. Ich habe ja eine Überraschung für dich. Was denn? Nee. Na, was denn? Nee. Deine Marianne. Was, die Marianne? Ja, habe ich alles arrangiert. Die heißt jetzt Marianne Hopfleder, ist seit 5 Jahren Witwe. Witwe? Ja, das ist aber Glück, was? Nein, die will ich nicht sehen. Die will aber, also komm, sei kein Frosch. Meistens habe ich ja nur Jazz gehört. Aber die Musik gefällt mir auch sehr gut. Dabei war ich heute Morgen gar nicht sehr in Form. Ich habe mich über etwas geärgert und das geht bei mir immer auf die Stimme. Um diese Melodien wirklich singen zu können, muss man ein fröhliches Herz haben. Ja, das habe ich gemerkt, dass Sie nicht sehr fröhlich waren. Warum, was hatten Sie denn? Ach, das ist manchmal so. Das ist aber sehr hübsch hier. Ja, wir kommen immer hierher. Bitte? Zu meiner Zeit war hier noch gar kein Lokal. Das weiß ich nicht. Zu Ihrer Zeit war ich noch nicht auf der Welt. Hm? Ein Glück, dass Sie jetzt da sind. Mit mir. Prost, Katinkerchen. Auf Ihr Wohl. Sie sind aber wirklich sehr nett. Betrachten Sie mich aber bitte nicht als Ihren Vater. Na, nie. Geh, bringen Sie uns noch eine Flasche Kumpolzkirchner. Oh, bitte, bitte, nein. Ich möchte nichts mehr trinken. Aber ich muss meinen Ärger hinunterspülen. Hallo, wer ist denn da? Na, kommt doch rüber, setzt euch zu uns. Vielen Dank. Wir unterhalten uns gerade so nett, nicht wahr? Herr Eriksen kümmert sich wenigstens um mich. Trink nicht so viel. Du musst heute noch singen, vergiss das nicht. Ich pflege nicht so leicht zu vergessen. Lassen Sie ihn doch. Ich sitze hier sehr gerne mit Ihnen alleine. Da ist sie ja, die Grete. Was? Grete! Ja. Herr, du bist aber ganz schön auseinandergegangen. Sorry, aber du etwa nicht, was? Oder hat man ja einen ganzen Arm voll? Ja. Du, das ist übrigens Johannes. Erkennst du ihn wieder? Natürlich. Naja, du hast dich aber gar nicht verändert. So. Da wird sich aber die Frau Hofleder freuen. Na, du, der gönne ich direkt einmal eine Abwechslung. Ja, ich gönne es auch. Ja. Was sehe ich? Ei. Du führst Ei, meinen Eierlikör, Uli! Ernsthaft? Hast du das gehört, diese Anhänglichkeit, diese Treue über die Jahrhunderte hinweg? Jahrzehnte, du, ist auch schon ganz schön. Oh ja? Grete, komm an meine Heldenbrust. Nein, bei so einer Berühmtheit, na, da traue ich mir ja gar nicht. Aber beim Fritz warst du ja auch nicht so schüchtern, was? Na, weißt du, ich bin so frei. Dankeschön, Herr Eriksen. Kommen Sie, Katinka, wir gehen. Ja, wohin denn? Irgendwo hin, wo man in Ruhe seinen Wein trinken kann. Ja, aber Uli, Sie sehen doch, er ist nicht da. So, da bin ich wieder. Angelika, darf ich Ihnen meine Freunde vorstellen? Das ist Professor Büttner. Eilers. Und das ist unsere kleine Christel von der Voss. Ja. Ihr habt sie ja schon auf der Probe gesehen. Schon bewundert, ja. Das Enkelchen vom lieben alten Pop. Mhm. Ja, haben Sie inzwischen was ausgesucht? Nein, bitte nicht böse sein. Ich kann jetzt nichts essen. Ich muss jetzt gehen. Was hat sie denn? Hm? Haben wir euch gestört? Ach was. Moment mal. Komm, ja, was nehmen wir? Angelika, hm? So verzweifelt, aber. Deswegen muss man doch nicht weinen. Ich weine ja gar nicht. Na, fast gar nicht. So sehr verliebt? Mhm. Etwa in mich? Mhm. Mhm. Also doch in ihn. Ach, er ist ja so gemein. Ist nicht gemein. Er ist eifersüchtig, also liebt er sie doch. Glauben Sie wirklich? Das sehen Sie doch. Ich sehe nur, dass er mit ihrer Katinka losgezogen ist. Sie haben ja auch mit mir geflirtet, hm? Ich habe doch nur so getan, seinetwegen. Wie der Mensch sich irren kann. Er tut doch auch nur so, ihretwegen. Vielleicht haben Sie recht. Bestimmt habe ich recht.
Ich weiß Bescheid. Ich kenne die Liebe und das Leben. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wie komme ich denn jetzt in mein Hotel? Die Windgasse hinunter und dann die Bäckerstiege links herum. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Na, was ist denn? Was war denn? Lasst nie Liebe an die Herzen, denn die Liebe könnte töten. Und dein Gulasch wird kalt. Komm. Johannes, sie ist da. Wer denn? Die Überraschung. Ja, was für eine Überraschung? Die Marianne. Sie soll doch hereinkommen. Aber die traut sich doch nicht, die ist doch so schüchtern. Los, ja, geh hin. Ich weiß doch gar nicht, wie ich mich da verhalten soll. Ja, du komm, das schaffst du schon. Also, Fritz, ich hab richtig Herzklopfen. Komm, geh. Ja. Das ist schön. Direkt rot ist er geworden. Du hast dich aber kaum verändert. Du aber auch. Kaum. Ich bisschen schon. Ach, und das sind deine Kinder. Reizend, wirklich. Geh, sag dem Onkel guten Tag. Gib ihm die Hand. Danke. Der Kleinste heißt Johannes. Oh, wie sinnig. Geh, sag schon. Hast du mir was mitgebracht? Ja, leider nein, weißt du, ich hab... Aber wir werden was kaufen, ja? Wo ist eigentlich Katinka? Meine, verzeih, deine, oder vielmehr unsere Tochter. Die ist mit dem Tenor weggegangen. Die ist mit dem Tenor weggegangen? Hm? So passt du auf unsere Tochter auf? Hör mal, ich habe ja noch was anderes im Kopf. Na, man merkt, dass du kein Vater bist. Oh, die kommt ja wieder. So, sie kommt wieder. Ein junges Mädchen mit einem fremden Mann und dann noch einem Tenor. Komm. Ach, ein Tenor ist immer gefährlich. Das sind doch deine bürgerlichen Zwangsvorstellungen. Du, Grete, wo wohnt denn dieser Casanova, euer Tenor da? Ah, der Herr Erichsen? Ja. Der wohnt bei der Frau Nockenbichler. Blumengasse 17. Blumengasse 17, gut. Zu was brauchst du denn die Flasche? Bezahle ich dir nachher. In schweren Fällen immer Ei. Zimmer 25 ist leider besetzt. Ja, natürlich, von mir. Nein, wir mussten leider umdisponieren. Sie bekommen heute Abend ein anderes Zimmer. Ach, und wo ist mein Gepäck? Wir haben Ihr Gepäck aufs Zimmer von Professor Büttner geschafft. So. Na, dann geben Sie mir bitte den Zimmerschlüssel von Professor Büttner. Sie können mir den Schlüssel ruhig geben. Professor Büttner ist nämlich ein Vater von mir. Also, der Vater bin ich nicht. Aber schließlich habe ich ja eine väterliche Verantwortung übernommen, nicht wahr? Aber ich sage Ihnen doch, dass sie nicht hier ist. Ich habe mich auf der Straße von ihr verabschiedet. Hier ist er auch nicht. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie verdächtigt habe, nicht wahr? Aber mir ist direkt ein Stein vom Herzen gefallen. Da geht es Ihnen besser als mir. Na nun, was haben Sie denn für Sorgen? Schulden? Ach, Beruf? Nein, nein. Liebe. Ach ja. In schweren Fällen immer Ei. Was? Es ist ein Brauch von Alters her. Wer Sorgen hat, hat auch. Bringen Sie mal aus, damit ich eingießen kann. Likör. Es wäre so schön gewesen. Es hat nicht sollen sein. Ja, Schicksal, Marianne, Schicksal. Schicksal ist halt immer, gell? Johannes schlürft nicht so beim Trinken. Bitte? Ich meine nicht dich, ich meine den Kleinen. Ach so, ja. Oh, ja, Johannes, wir wollen da noch ein bisschen zusammensitzen. Ja, gerne. Wo sind denn die anderen? Der Uli ist da drüben. Ah, ja. Da ist noch was drin. Hier, trink mal aus. Schade um jeden Tropfen. Ne? Komm. Kluck, 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 kluck. So. Ach, jetzt leer. Hier ist ja noch eine Flasche. Ne? Auch leer. Ja, du schlaf mal schön, ne? Dann sieht alles ganz anders aus, weißt du? Ja. Ei. Ja. Angelika. So, wo ist denn mein Hut? Hut? Ah, da hast du dich hingesetzt. Hier ist mir aber auch einer. So. Was wollte ich denn jetzt? Ach, gehen. Sei mir nicht böse, aber ich muss mich jetzt ein bisschen um mein Theater kümmern, natürlich. Verzeihung, Herr Direktor, könnte ich noch ein paar Karten bekommen? Aber selbstverständlich. Das ist doch Ehrensache. Bitte schön. Guck, Kinder, der ist besorgt und aufgehoben. Das ist ein hochanständiger Mensch. Die Katinka war gar nicht bei ihm. Hochanständiger Mensch, der schläft durch. Bis morgen früh schläft er durch. Ja. Was? Ja.
Morgen früh? Ich brauche doch heute. Um 5 Uhr Nachmittag beginnt die Vorstellung. Was soll ich denn machen, oder ich muss ins Theater. Gehen Sie ruhig ins Theater, ich hole ihn. Also bringen mir tot oder lebendig, ja, aber bringen bring mir. Immer die Weiber. Wo wohnt er denn? Blumengasse 17. Wo? Oh. Ich glaube, ich habe da was falsch gemacht. Sind die Zimmer bereit? Für Frau Berin und für mich, Kuschinski. Es ist nicht ganz so, wie die Damen es vielleicht gewöhnt sind. Es war gar nicht so einfach. Wir sind völlig besetzt. Sagen Sie, bei Ihnen ist wohl nicht gut. Für Frau Berin müssen natürlich die besten Zimmer bereit sein. Bitte sehr, meine Damen, wir haben getan, was wir konnten. Komm, Carola. Beckenwagen, bitte. Hallo, hallo, Herr Kollege, kommen Sie schon zu sich. Hey. Was wollen Sie denn von mir? Ich will gar nichts von Ihnen. Ihr Direktor will, dass Sie die Premiere singen. Ach, was für Premiere? Das zu fassen. Den Vogelhändler, Sie Adam, um 5 Uhr fängt ah, an. Das ist 10 Minuten vor. Vogelhändler. Hey, Vogelhändler, da haben Sie Vogelhändler. So, sind Sie jetzt da? Das ist doch großartig. Ja! Na, junger Mann. Oh, mein Gott. Nehmen Sie Melabon, Melabon hilft. Hier, ziehen Sie die Hose an. Hier, nehmen Sie die Jacke. Los, Tempo, Tempo. Was Sie von Ihnen lasse ich mir noch lange nicht befehlen. Reden Sie kein dummes Zeug. Dann, was haben Sie für eine Vorstellung von unserem Beruf? Hey, gucken Sie mich an, wenn ich mit Ihnen rede. Ja, was denn? Merken Sie sich mal eins. Lassen Sie Ihre Privatangelegenheit aus dem Spiel, ja? Ach, wann fängt die Vorstellung an? In 7 Minuten, Herr. Sobald schon? Ja, sobald. Ach, wie bald, ach, wie bald. Schwinden Schönheit und Gestalt. Sie, wenn Sie mich meinen, ist das eine Frechheit. Ach. Los, kommen Sie, in 5 Minuten geht's los. Ja. Tempo. Ich wäre wahnsinnig, es ist schon 5 Minuten drüber. Er ist immer noch nicht da, wir müssen anfangen. Die Leute werden schon unruhig. Aber Großvater, reg dich doch nicht auf. Ja, warum soll ich mich denn aufregen, wenn er mich jetzt nicht aufregt? So, hier, Herr Direktor. Hier haben Sie Ihre erste Kraft. Da ist er, der Sünder. Na los, komm, komm, geh dich schminken. Das ist ja völlig hinüber. Uli, bitte dich, tu mir den Gefallen, beruhige die Leute. Anfangen! Grüß euch Gott, alle miteinander. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie sehr herzlich willkommen heißen zu dürfen, anlässlich der Festaufführung des Vogelhändlers. Du schau doch, das ist doch der Ballhaus. Vielen herzlichen Dank. Sehen Sie, das ist nett, dass Sie mich erkennen. Dann fällt es mir leichter, Ihnen zu sagen, dass Sie sich noch einige Minuten gedulden müssen. Aber wir fangen gleich ganz bestimmt an. Ich habe auch einmal angefangen. Hier auf dieser Bühne habe ich die erste große Rolle meines Lebens gespielt. Und hier, in dem bezaubernden Burg Steinach, habe ich auch die erste große Liebe erlebt. Lauter bitte! Ganz recht. Lauter! Ja, sehr richtig. Lauter hübsche junge Mädchen waren damals in Burg Steinach. Und wenn ich hier in das Publikum schaue heute, dann kann ich mit Freuden feststellen, an diesem Zustand hat sich nichts geändert. Ich glaube, jetzt tritt das ein, was ich Ihnen versprochen habe. Wir werden anfangen. Er will nicht auftreten. Warum denn nicht? Er will dich unbedingt sprechen. Los, geh du raus. Ja. Ach, ich? Ja, du hast die Suppe eingebrochen. Nein, du raus, nein. Du kannst auf ein paar Worte sprechen. Stell dich doch nicht so an, paar Sätze. Los. Ich gehöre gar nicht hierher. Ich habe mich nur hergestellt. Es wird ja vieles hergestellt. Die Eierlikör zum Beispiel. Meine Damen und Herren, ich bin noch nicht der Vogelhändler, nein, ich bin Eierlikörhändler. Was ist denn jetzt noch, Herr Kollege? Sie müssen mir Ihr Wort geben, dass Sie Angelika nicht lieben, sonst trete ich nicht auf. Ich verspreche Ihnen auf alle Fälle, dass ich Sie Ihnen nicht wegnehmen werde. Schon deshalb nicht, weil Angelika Sie liebt. Woher wollen Sie denn das wissen? Das hat sie mir gesagt. Hat sie? Ja, das hat sie. Hat sie wirklich? Ja, das hat sie wirklich. Sie liebt mich. Können wir jetzt endlich? Ja, wir können bloß los. Los, Tempo, komm, nun geh schon. Es ist sehr dringend. Wenn ich ihm hier auf eine neue Liebesaffäre komme, dann kann er aber was erleben. Dann werde ich was sehr unangenehm. Du, ich flehe dich an. Sei so lieb zu ihm wie noch nie. Sonst kriegt das fertig und sagt uns den Film ab. Hallo? Rom, na endlich! Hallo? Hallo? Hier spricht Silvia Kuschinski. Bitte könnte ich dringend Direktor Picato sprechen? Na, nicht Picasso, Picato. Ja, ist nicht da. Dann richten Sie ihm doch bitte aus. Frau Beryl und Herr Saarland sind selbstverständlich zum Drehbeginn in Rom. Wir sind tot, alle miteinander, alle miteinander, alle miteinander, wir sind tot, jeder aufeinander, wir sind tot. Wo braucht ihr miteinander?
denn alles gut? Weil das eine Operette ist und da wird immer gesungen, weißt du? Wann kommt denn nun das Kasperl endlich? Das Kasperl kommt später. Und jetzt sei ein bisschen still, ja? Flix, flox, flax, floria, frock, woher's der Vogel kam, dass die Dinge so begreifen und ich lasse ihn junger Pfeifen. Flix, flox, flax, floria, es kommt darauf strisieren an. Flix, flox, flax, floria, und das macht's kann. Bedauere, meine Damen, es ist leider alles besetzt wegen der 800-Jahr-Feier. So, wohnen vielleicht bei Ihnen Professor Büttner und Herr Direktor Eilers? Ja, aber die Herren sind nicht anwesend. Ja, dann geben Sie mal die Zimmerschlüssel, ja? Bitte? Wir sind die Frau Gemahlinnen. Ach so. Zimmer 32, Herr Direktor Eilers. Ja, das bin ich. Dankeschön. Der Schlüssel von 28 ist leider nicht hier, der dürfte oben sein. Danke. Bitte sehr. Hallo. Hallo, Fräulein. Sie, sagen Sie, was machen Sie da in dem Bett? Wir haben geschlafen. Ja, das sehe ich. Wie spät ist es denn? Ich werde Ihnen gleich sagen, wie viel es geschlagen hat. Ui, ich glaube, ich habe verschlafen. Ich muss doch ins Theater. Ach, Sie sind vom Theater, das habe ich mir gedacht. Und wo ist Herr Professor Büttner? Bei Frau Hopf-Lehner. Wer ist denn das? Seine frühere Freundin. Ah, und Sie sind seine jetzige Freundin? Ja, wir sind sehr befreundet. Und wer sind Sie? Ich bin Frau Professor Büttner. Ach, na da wird sich der Johannes aber freuen. Können Sie bitte mal gucken, ob mein Träger richtig drin ist? Das fehlt noch. Jetzt machen Sie aber, dass Sie rauskommen. Joi, ich gehe ja schon. Joi. Da, und nehmen Sie das mit. Ich bin die Christel von der Post. Kleiner Salär und schmal die Kost. Schmal die Kost, aber das nichts, wenn man noch jung ist, wenn man nicht übelt, wenn man im Schwung ist. Ohne zu klagen, kann man's ertragen, bleibt man dabei immer lustig und frei. Bin der Christel von der Post. Mein Amt ist herrlich, wenn auch gefährlich, auf die Adresse kommt es an. Ist ein Galanter, ist ein Charmanter, wird es fatal auf dann und wann. Statt Rezipisse, Geber gern Küsse, höflich jedoch benehm ich mich da. Lass ihn vor allem Porto bezahlen, sage dann lachend zu ihm, ja, ja. Einen Kuss, wenn ich muss, wenn ich muss. Bitte, Bernhard. Hat er schon längst angefangen? Das hören wir. Wir sind ja nicht von gestern, ne? Man sieht doch, wir... Na ja, Sie sehen mich ja, ist ja auch was wert. Wollen Sie weiter? Wollen doch was sehen? Sehen Sie mal, ist das nicht Ihr Mann? Natürlich. Interessant, was? Er muss mal. Führst du ihn raus? Johannes, was soll ich davon halten? Oh, ich erkläre dir gleich alles. Der Kleine muss einmal lang. Ausgesprochener Fall von Doppelleben, ist doch klar. Jetzt bin ich nur gespannt, wo ich meinen Mann entdecke. Sicher beim Ballett. Den kaufe ich mir. Entschuldigen Sie, wo geht's denn jetzt zum Freilichttheater? Hier, zweimal rechts und dann links. Danke. Guten Abend. Oh. Das macht ja nichts. Ich bin kurzsichtig, nicht? Ich bin ganz kurz. Oh, wie heißt du denn? Meine Frau. War ja nicht eh mein Herr? Nein, nein, ich sage. Ich habe ihn doch gesehen. Was? Ist mir schleierhaft. Was kennst du den schon? Verzeihen, hier ist der Herr da droben. Das macht nichts, ich bin schwerhörig. Ich erwarte nämlich hier jemanden. Moin, oh, moin, oh, moin.
Jetzt nimm du das Kind einmal, ich muss mit meiner Frau sprechen. Ach, du bist verheiratet? Ja. Das ist halt alles Schicksal, gell? Ja, das ist alles Schicksal. Ist sie nett, deine Frau? Im Augenblick weiß ich das nicht. Bitte entschuldige. Pila, bitte lass dir erklären, du verstehst nämlich den Zusammenhang. Danke, mir genügt, was ich gesehen habe. Aber ich bin ja so glücklich. Gratuliere. Jetzt weiß ich erst, dass er mich richtig liebt. Ja? Und Sie haben mir dazu geholfen. Hier. Angelika, ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Hier. Das hat mir Ihre Mutter einmal geschenkt vor vielen Jahren. Und das hat mir Glück gebracht. Sehr viel Glück sogar. Jetzt soll es Ihnen Glück bringen. Sie sind so lieb zu mir. Nicht nur zu Ihnen, mein Fräulein. Hallo, Kätzchen. Der Kater lässt das Mausen nicht. Er hat nicht gemalt. So, was sagt ihr? Gratuliere. Großer Erfolg. Gratuliere. Danke, danke. Komm, Angelika. Verbeug dich nochmal. Kätzchen, das nenne ich eine Überraschung. Ist aber nett, dass du gekommen bist. Hobby! Wo kommst du denn her? Du, ich bin schon lange da, aber die haben mich nicht reingelassen. Du, ist Papst da, ich muss ihn ganz dringend sprechen. Weißt du, ich habe für ihn ein tolles Geschäft gemacht. Ich habe den Prokuristen überredet, dass er die Badischer Kirche aufkauft. Also daran verdient er mindestens 100.000. Bist du aber tüchtig, Robby. Na, wenn es mir Spaß macht. Aber jetzt muss er uns auch den Porsche kaufen, ja? Deshalb bist du nach Burg Steinach gekommen? Nicht nur. Das hätte mich auch ziemlich enttäuscht. Sag mal, wie war's denn bei den Weihnachtsmännern? Die haben mich ganz schön allein gelassen. Weißt du, wenn man 17 ist, die passen doch nicht zu uns. Ich sag das ja immer. Komm. Mit 17. Mit 17. Ja, mit 17 kann man so romantisch sein und schwärmen nachts im Mondenschein. Für dich und für mich ist die Welt so schön. Wir brauchen uns beide nur anzusehen. Für dich und für mich gibt es wirklich kein Problem. Oh Baby, und außer dir mit 17. Mit 17. Ja, mit 17 fängt doch erst das Leben an, das sonst noch so viel geben kann. Mit 17. Für dich und für mich ist die Welt so schön. Wir brauchen uns beide nur anzusehen. Für dich und für mich gibt es wirklich kein Problem. Oh Baby, und außer dir mit 17. Mit 17. Ja, mit 17 fängt doch erst das Leben an, das sonst noch so viel geben kann. Also Schluss mit den Geständnissen und hoffentlich auch mit den Missverständnissen.
Es war so und nicht anders. Stimmt's, Uli? Genau. Stimmt's, Hannes? Ja, ja, natürlich. Oh. Ob ich das glauben kann. Wie lange sind Sie denn schon mit ihm verheiratet? Ach, ganz schön. Da sollten Sie aber schon an ihn glauben. Sonst wäre das sehr schade. Für Sie? Okay, Herr Hannes. Eigentlich haben Sie recht. Lämmchen, komm, darfst mich auch küssen. Naja, dann ist ja die Familie mal wieder beisammen. Komm, Katinka. Soll das etwa eine Verlobung sein? Wenn du so aufpasst, Papa, bitte. Na, dann freu ich. Danke. Ja, ich, wir drei, wir haben aus der Unrast dieser Zeit in die beglückende Natur zurückgefunden, wenn auch nur für kurze Zeit. Und ich glaube, das hat dem Fritz und auch dem Uli sehr gut getan. Und ich finde, das sollte jeder tun, zur Erholung. Ja, erholt haben wir uns gut, nicht so. Ja, und jetzt kommt mein Vorschlag. Wir wollen noch mal 8 Tage zusammenbleiben und diesmal mit unseren Damen. Ja, wir leider nicht. Ach ja, ihr wollt ja nach Rom. Wir wollen nicht, aber wir müssen. Du musst ja nicht, wenn du nicht willst. Ich will ja. Ihr seht, leider keine Zeit. Ach, ihr Armen. Da haben wir es besser. Wir nehmen sie uns. Mit dem Rock, mit dem Rock, mit dem Rock, Bambara, mit dem Rock, Bambara, geht's hinaus.